Wir wollen nun den letzten Feinschliff machen und gehen zurück zum Layout Mode und wählen bei den Render Properties die Render Engine Eevee aus. Das Sampling könnt ihr bei den Default-Werten belassen. Aber zur Anmerkung, je höher das Sampling, desto noisefreier wird das Renderergebnis. Dafür dauert aber das Rendering ein bisschen länger. Dass wir kein Noise im Viewport haben, verdanken wir dem Viewport Denoising. Wir enablen Bloom, um einen Leuchteffekt zu erzeugen, der die Konturen weicher macht. Setzt Threshold herab. Wenn wir aber ein Vergleichsbild haben wollen, wählen wir Slot 2 aus. Nun Threshold erhöhen oder gleich Bloom deaktivieren, dann wieder F12 drücken. Jetzt kann man zwischen Slot 1 und Slot 2 switchen. Über die Kamera können wir auch Tiefenschärfe bzw. Depth of Field einstellen. Mit der Fokusdistanz kann man manuell diese einstellen. Wenn wir aber wissen, was fokussiert werden soll, nehmen wir das Pipetten-Tool. Danach kann man es aber nicht mehr manuell einstellen. Wenn wir was rendern wollen bzw. eine Animation, muss ein Output-Pfad angegeben werden. Hier über Output-Properties checken wir das Format und über Output können wir den Pfad angeben. In dem Pfad können wir den Namen der Output-File einschreiben. Drückt STRG F12, um die Animation zu rendern. Wollt ihr nur ein Frame rendern, drückt F12 und geht auf Image. Speichert es unter Save As in dem Ordner, Namen und Fileformat eurer Wahl. So, damit wären wir am Ende unseres Lehrganges angekommen und ich hoffe, dieser Lehrgang konnte euch helfen, eure Projekte zu realisieren, eventuell dazu motivieren, weitere in Angriff zu nehmen. Ich verabschiede mich von euch und ich wünsche euch viel Erfolg und Freude an euren Projekten.